In diesem Video besprechen wir die Beschleunigungszeitfunktion, also die Beschleunigung in Abhängigkeit von der Zeit aufgetragen. Wir gehen ähnlich wie auf diesem Arbeitsblatt vor, besprechen zuerst den Graphen allgemein, dann a von t, also die Momentanbeschleunigung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann sind wir eigentlich schon hier, nämlich was es bedeutet, wenn Punkte auf dem Funktionsgraphen liegen. Und die vierte Zeile ist nur ein Spezialfall von dieser ersten, nämlich es betrachtet jene Punkte, die genau dort auf dem Funktionsgraphen liegen, wo dieser die horizontale Achse schneidet. Diese Beschleunigungszeitfunktion ist gegeben. Wir haben auf der horizontalen Achse die Zeit in Stunden und auf der vertikalen die Beschleunigung in Kilometer pro Stunde Quadrat. Ich habe mir drei Punkte ausgesucht, die haben jeweils ganzzahlige Koordinaten und wir können jetzt eigentlich schon die mathematische Formulierung finden. Beginnen wir mit Punkt A. Der ist an der Stelle t gleich 3, also a von 3 ist gleich. Zur Erinnerung, die Punkte ergeben sich aus t und a von t. Also a von 3 ist gesucht, hier inklusive Einheit. Und pausiere jetzt am besten das Video und versuche gleich für alle drei Punkte A, B und C die mathematischen Formulierungen zu finden. A von 3 sind 0 km pro Stunde Quadrat. Wir gehen hier an der Stelle t gleich 3 nicht nach oben oder unten, bleiben auf der horizontalen Achse. Das ist nebenbei bemerkt eine Nullstelle vom Funktionsgraphen. Der Punkt B ergibt a von 4 ist gleich minus 5 km pro Stunde Quadrat. Und Punkt C a von 7 gleich 20 km pro Stunde Quadrat. Für die physikalische Interpretation müssen wir nun diesen Ausdruck einfach in Worte umwandeln. Wir haben die Momentanbeschleunigung zu diesem Zeitpunkt t gleich 3 ist 0 km pro Stunde Quadrat. Und genau so schreibe ich es hin. Die Momentanbeschleunigung zum Zeitpunkt t gleich 3 Stunden ist 0 km pro Stunde Quadrat. Genauso funktioniert es für die beiden anderen Punkte. Ich blende es ein. Und was wir jetzt noch machen können, ist die drei Fälle betrachten, die sich jetzt ergeben haben. Wir haben nämlich beim ersten Punkt eine Momentanbeschleunigung von 0 km pro Stunde Quadrat, hier eine negative und hier eine positive. Die positive ist die, die uns am gewöhnlichsten erscheint. Wenn wir von Beschleunigung sprechen, meinen wir, dass wir schneller und schneller werden. Und Momentanbeschleunigung von 20 km pro Stunde Quadrat bedeutet, dass ich pro Stunde die Geschwindigkeit um 20 km pro Stunde erhöhe. Bei 0 km pro Stunde Quadrat als Beschleunigung heißt es, dass sich die Geschwindigkeit weder erhöht noch kleiner wird. Also man könnte auch sagen, hier wird gar nicht beschleunigt. Und hier, wenn wir eine Momentanbeschleunigung von minus 5 km pro Stunde Quadrat haben, bedeutet das, dass die Geschwindigkeit pro Stunde um 5 km pro Stunde abnimmt. Das kommt zum Beispiel vor, wenn man am Bremsen ist. Also könnte man auch schreiben, statt Momentanbeschleunigung, Bremsverzögerung. Weil im Wort Bremsverzögerung aber schon drin steckt, dass die Geschwindigkeit kleiner wird, muss man dann das Minus hier nicht mehr dazu schreiben. Ich mache mal das Beispiel. Wir haben dann statt Momentanbeschleunigung und minus 5 km pro Stunde Quadrat Bremsverzögerung und plus 5 km pro Stunde Quadrat. Also wir könnten schreiben für Punkt B, die Bremsverzögerung zum Zeitpunkt t gleich 4 Stunden ist 5 km pro Stunde Quadrat. Ich springe nochmal zurück zum Vergleich. Hier haben wir Momentanbeschleunigung und minus 5 km pro Stunde Quadrat und
Bremsverzögerung und plus 5 km pro Stunde Quadrat. Dann viel Spaß beim Ausfüllen und hoffentlich bis zum nächsten Video.